Du bist voll der Hipster, du bist der einzige Hipster, der Metal hört. Dadurch bist du jetzt noch ein größerer Hipster. Und Schüler VZ? Schüler VZ. Also, ja, keine Ahnung, also packen wir das Thema einfach beiseite. Also, ich auf Befehl! Okay, dann wie viele Themen haben wir denn noch? Neues. Ich habe noch zwei, das sind aber auch komische. Jungs, teilt uns mal bitte eure Meinung über Spotify mit. Ist das jetzt eher gut oder eher schlecht? Marcel Jacobs. Ich weiß, es kamen nicht so gute Themen an. Doch, das Thema finde ich aber nicht schlecht. Weil ich selbst hab's. Aber erstmal möchte ich, dass wir anfangen, das Portal zu bauen. Weil sonst verlieren wir uns wieder dabei hier. Dann sag ich ausführlich was zu Spotify. Ja, wo bist du denn? Hä? Hier, okay. Ich würde sagen, warte, komm, wir haben hier eine Menge Platz. Da will sich aber keiner hinbauen, weil es einfach nur eine freie Fläche ist. Okay, das ist irgendwie ein bisschen zu fett für ein Portal. Hier kann sich wirklich irgendwie noch einer hinbauen. Ah, nein! Ja, Skate, du hättest mal sehen müssen. Hier stehen auf einmal so zwei Obsidian-Blöcke in der Landschaft rum. Ich gucke euch zu. Du hast die Spitzhacke. So ist es ja nicht. Ich sehe Skate. Ich stehe auf meinem Hause, gucke euch zu. Du hast die Spitzhacke, hallo. Ja, ich muss mal. Du hast doch auch verschuldet. Ja, dann kannst du schon mal überlegen, wo das hin muss. Und nee, ich quatsche über Spotify. Ja, okay, nee, dann quatsch du über Spotify. Und du suchst einen Platz, wo wir es hinbauen. Ja? Ja. Hab schon Platz. Pack's einfach zentral. Ey, lass uns das hier hinpacken, Mann. Ohne Scheiß. Er steht direkt hier mittendrin. Auf so einer Erhebung. Ich finde, wir packen das in das Haus von Minecraft Bucket. Nein. Das ist behindert. In den Bunker? Ist das der Bunker? Auch ja. Meine Bunker. Der Bunker. Was ist denn? Ich brauch das Explos. Wir können doch hier so, wir können das ja hier hin machen, hier so. Ich finde hier gut. Dann ja, aber da ist noch so ein großes Grundstück, da kann sich irgendein anderer YouTuber mal hinbauen, meine ich. Nein, aber das ist dann das Haus von Dings verdeckt. Und hier ist auch so nah an der Farm, ist hier eh nicht so schön. Und so nah am Bunker, hier will niemand hin. Ich sag's dir, ich baue es jetzt hier hin. Bam, 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 bam. Und zwar baue ich's genau hier. Dam, ich brauche noch mehr Zeit für mein Haus, oder? Baldisch. Oh, bin ich verbaut. Okay, Spotify. Also, Spotify ist ja der für alle, erstmal die Spotify noch nicht kennen. Das dreht mich immer am meisten auf, dass wir wirklich alles erklären müssen. Na egal. Zum Beispiel so wie mich. Doch, ich kenn's. Ich habe hier Facebook im Hintergrund auf, da sieht man in meiner Leiste rechts hier. Bennett is listening to Fly Solo bei Wiz Khalifa und Spotify. Wer ist denn Bennett? Wer ist Bennett? Ist das mein Bruder oder so? Nee, deine Schwester. Aber es steht ja echt gerade. Lustig. Naja, Spotify ist ein Musik-Streaming-Dienst. Scheiße, mich verbaut. Nee, geht man 3 rein oder geht man 2 rein? 2 unten. Oh, verbaut. Naja, weil es Spotify ist. Komm, ich erkläre Spotify. Dena kann einfach nicht beim Thema bleiben. Spotify ist ein Musik-Streaming-Dienst, sag ich mal. Das hätte ich auch sagen können. Naja, jedenfalls. Hat man bei Spotify die Möglichkeit, sich mit seinem Facebook-Account dort anzumelden, kann dann dort kostenlos Musik hören in einer ziemlich sehr geilen Qualität, in der besten Qualität, die ich je gehört habe online. Und dort sind wirklich die ganzen Lieder, also ziemlich viele User gehen immer mehr auf Spotify zu, sage ich mal. Man kann jetzt zum Beispiel, also man kann immer mehr Musik von immer mehr Interpreten bei Spotify hören, die Qualität ist sehr gut und es gibt dann halt diese Möglichkeit, also es ist alles kostenlos, allerdings gibt es die Möglichkeit, weil dort natürlich auch Werbeeinblendungen und Werbeunterbrechungen sind mit blöden Werbestimmen und blöder Musik und so weiter, gibt es die Möglichkeit auf Spotify Premium abzudaten, das heißt, dass abzugraden, dass man dann keine Werbung mehr hat und dafür das dann auch alles auf dem Handy hören kann und so und ja, man gradet quasi ab und kriegt dann dafür, muss im Monat was bezahlen dafür, dass man da dann Musik hören kann, kostenlos. Also Spotify an sich ganz gut, finde ich. Ist eine gute Erfindung. Darf ich noch kurz ergänzen bzw. korrigieren? Was? Ja, zu dem, was du gesagt hast. Also ja, du hast ja gesagt, beste Qualität, die es im du je gehört hast. Die ich je gehört habe. Netz gibt, aber das ist schon mal jetzt rein technisch gesehen falsch, weil man als Nicht-Premium-Benutzer nicht, da hat man, die kodieren dort mit Ogg-Vorbis, das ist an sich schon mal ein bisschen effizienterer Codec als MP3, aber das ist jetzt auch nicht viel zur Sache, aber ich glaube, Nicht-Premium-Benutzer hören mit 160 Kilobit
und pro Sekunde. Heißt, das ist einfach wie viel, ja, wie, das sagt aus, wie groß die Datei wird, die Musikdatei, und damit ist die Qualität, also je größer, je mehr Kilobits pro Sekunde etwas hat, desto besser ist die Qualität. Zum Beispiel MP3 halt 192. Also ihr kennt das vielleicht, schlechte Musik vom YouTube runtergeladen, schlechter Qualität oder irgendwas. Ich nehme mal bitte meine Spitzhacke zurück. Und in besserer Qualität, also bestes dann 320, was MP3 angeht. Und natürlich gibt es auch unkomprimiert FLAC und so weiter, was da nicht alles gibt. Aber man hat als, nur als Premium-Benutzer hat man bei Spotify Ogwo bis 320 Kilobit pro Sekunde. Und da ist die Qualität doch nochmal ein deutliches Stück besser als Non-Premium-Benutzer. Und ich selbst habe Premium mir gekauft. Ernsthaft? Und, ja, ernsthaft. Und 10 Euro im Monat. Unbegrenzte Musik. Man hat sie auch auf seinem Handy, also auf Android oder Apple. Ist eine App, aber ist wie ein normaler Music Player. Dann hat man wirklich alle. Warte mal, das interessiert mich jetzt. Musst du dann immer im Internet sein, wenn du die Musik hörst mit deinem Handy? Nee, die kann man dann runterladen. Die sind dann kodiert auf dem Handy, dass du sie dann nur damit abspielen kannst. Kann man das auch mit dem Handy runterladen? Richtig, also nur mit einem iOS-Gerät. Also, aber kann man mit dem Handy runterladen? Muss man nicht mit dem PC runterladen und dann. Nee, das kannst du im WLAN runterladen dann. Also, okay. Oder. Und das ist halt. Ja, ich finde das richtig geil, ehrlich gesagt. Schau mal. Und da auch dann als ist auch wirklich halt die beste Qualität. Ist nur halt, wie gesagt, als Nicht-Premium-Benutzer ist es auch schon eine relativ gute Qualität, aber das noch nicht die beste so. Definitiv besser als bei YouTube. Das kann sein, weil Spotify natürlich Musik optimiert encodieren kann, aber bei, wenn man auf HD hochlädt, dann codiert, glaube ich, YouTube mit, weiß nicht, was die da haben für ein Codec, aber mit 192 Kilobit, meine ich mal gelesen zu haben. Aber gut, das ist eine andere Sache, die wahrscheinlich die meisten nicht mal am Rande interessiert, leider. Ich finde das voll. Und ich kann zu Spotify einfach mal so überhaupt nichts sagen, weil ich es nicht benutze. Wenn ich Musik suche, dann gehe ich eher auf Tape TV, weil die so ein bisschen mehr Metal angehaucht sind. Das zum Thema Hipster hier. Skate Slam O2 Germany ist der erste Metal-Hipster, den ich kenne. Du bist voll der Hipster, ey. Er hat nur die Underground-Metal-Bands, diese Mainstream-Metal-Bands. Du bist voll der Hipster, du bist der einzige Hipster, der Metal hört. Dadurch bist du jetzt noch ein größerer Hipster. Dena, wo ist mein Spitzhacke? Er hat einen Jute-Beutel, auf dem steht drauf, Metal for Life, Underground. Junge. So. Goffi. Biatch. Ist so. Ist so lang. Ja, gut. Ja, ich benutze Spotify ja nicht zum Suchen von Musik, sondern es hat komplett, ich habe das erst seit, weiß ich nicht, 2 Monaten, 3 Monaten vielleicht, es hat komplett meinen Musikkonsum gewandelt sozusagen, weil ich nur noch über Spotify höre. Am PC Spotify höre ich nur noch über Spotify. Was machst du hier? Meine Spitzhacke. Entschuldigung. Am PC höre ich nur noch über Spotify, am Handy, also MP3-Player, höre ich nur noch über Spotify. Aber viele Remixes oder so haben sie einfach nicht, die man bei YouTube findet. Das ja, find aber die Remixe gut. Kannst du dir natürlich dann im Zweifel, kannst du die immer noch normal kaufen, runterladen, whatever. Ja, aber im Zweifel kann ich auch die ganzen normalen Lieder. Ja, aber die sind dann eingebettet in Spotify. Alles, was du auf deinem PC so hast, sind dann eingebettet in Spotify und die kannst du dir auch auf dein Handy runterladen. Das Geile ist ja, ich packe irgendwas. Ja, aber ich verstehe es nicht. Man kann sich genauso gut auch die ganzen anderen Lieder auch einfach genauso runterladen. Und auch einfach genauso auf dein Handy packen. Schlafe gehen? Musst du ja dafür pro Lied 1 Euro zahlen. Na gut, du kannst es illegal machen, aber da wollen wir vielleicht gar nicht erst reden. Aber im Bett. Wenn ich für 10 Euro im Monat. Grenzenlos! Ja, grenzenlos, also wirklich praktisch alles, was man so hören möchte, bekomme, dann ist das genial. Für 10 Euro im Monat alle Musik, alles, und das ist ja, wie manche noch denken, ist ja, das wäre illegal alles. Ne, ist ja komplett legal. Die haben ja alle Lizenzen, die sie da brauchen. Und die Künstler bekommen ja auch das Geld dann von Spotify, je nachdem. Ja, das ist die Frage, was die Künstler wirklich von haben. Ja, das ist immer was anderes. Die Künstler bekommen davon ganz normal ihr Geld. Ja, ganz ach normal. So. Die Frage, was ganz normal ist, ob das wirklich so viel ist, wie sie bekommen, wenn du dir ihre Platte kaufst oder so. Nee, aber ich hätte ihre Platte ja sonst nie gekauft. Das ist ja der Unterschied. Also ich habe mir noch nie ein Musikalbum auf CD gekauft. Ich glaube, ich habe mir irgendwann mal, als, weiß ich nicht, 12 Jahre alt war oder so, eine Dome CD gewünscht. Alles. Zu Weihnachten und das dann. Aber ansonsten, ich habe mir nie eine CD gekauft. Ey, du, ich zünd mal das Portal an. Ich habe ab und zu ein paar Songs gekauft auf iTunes. Amazon. Nee, iTunes nicht, weil ich habe ja nie Apple-Gerät benutzt. Darum habe ich gar keine Berührung mit iTunes, sondern Amazon. iTunes finde ich eigentlich ganz cool. Store. Ja, für Apple-Geräte, also wenn man Apple-Gerät so benutzt, sicherlich sinnvoll. Ich hatte doch irgendwo ein Feuerzeug. Naja, aber die
ich bezahle sozusagen 120 Euro im Jahr für meinen Musikkonsum. Jetzt nur Spotify. Vielleicht kaufe ich noch hier und da ab und zu was, aber auf jeden Fall 120 Euro sicher im Jahr für Musik. Und da ich unterstütze sozusagen alle Künstler, die es gibt, mit 120 Euro verteilt, je nachdem, wie viel ich die höre, bekommen die so und so viel. Da. Also, man kann jetzt nicht sagen, dass es schlecht für die Künstler ist. Wer gibt schon 120 Euro heutzutage noch für Musik im Jahr aus? Ja, das wäre ein Argument.